In der letzten Episode machten wir einen Ausflug auf Texel, erledigten diverse Refit-Arbeiten vor Anker und fuhren auf dem Het Ay durch Amsterdam bis nach IJmuiden. Wir sind wieder auf der Nordsee. Nach einer Nacht in IJmuiden geht es weiter Richtung Südwesten entlang der niederländischen Küste. Wir legten 9:30 am Morgen in IJmuiden ab, um mit der Strömung die ca. 30 Meilen bis Scheveningen zu fahren. Wir fahren gerade durch ein Ankerfeld. Ja, durch ein Ankerfeld. Bei einem einfach geilen Segeltag. Wind am Anfang doch ziemlich heftig, aber gerade passend. Strömung von Nora einfach super toll berechnet. Also mit dem Strom, wir sind einfach wahnsinnig schnell unterwegs für segelische Verhältnisse. Das war eigentlich viel zu früh im Hafen einlaufen, als wie berechnet. Ist gut, haben wir ein bisschen mehr Zeit zum Einkaufen. Einfach nur easy Spaß gemacht und so lässt es sich aushalten. Von mir aus jeden Tag weiter so. Ja, vielleicht noch was. Das ist natürlich so die Nordsee von ihrer angenehmen Seite. Nordsee, rau und dicke Wellen und Wind und nass und so. Heute echt Sonnenschein, relativ ruhiges Wasser, passende Strömung, passender Wind. Easy. Was haben wir denn für einen Wind? Wind? Ja, kann ich gar nicht lesen, ist zu weit weg. Ich weiß nur, dass wir alleine nur einen Knoten Strömung haben. Und vorhin stellenweise mit 7,5 Knoten, knapp 8 Knoten unterwegs waren. Wurde schon langsam umeinigt. Nur so ein kleines Segelschiffchen. Aber macht natürlich schon Spaß. Macht viel Spaß. Was uns natürlich immer noch fehlt, ist die Selbststeueranlage. Elektrisch oder irgendwann auch per Wind. Dann hätte man es noch besser genießen können. So muss man doch ein bisschen mal am Ruder sitzen und ein bisschen was machen. Aber so wird einem wenigstens nicht langweilig. Wir rechnen bei der Planung unserer Strecken jeweils mit 5 Meilen pro Stunde, also 5 Knoten Durchschnittsgeschwindigkeit. Umgerechnet sind dies ca. 9 Kilometer pro Stunde. Wir fahren jedoch nicht selten mit 6 bis 7 Knoten, je nach Windstärke, Windrichtung und je nach Strömungsrichtung. Als wir wie geplant gegen 15 Uhr Scheveningen erreichen, erfahren wir, dass die Marina geschlossen ist. Na super, das heißt für uns weitere 30 Meilen bis in den Haringvliet. Dies sollten wir gerade so vor Einbruch der Dunkelheit schaffen. Wir passierten Hoek van Holland mit dem riesigen Europort und den davorliegenden Verkehrstrennungsgebieten und meldeten uns vorschriftsmäßig und zu unserer eigenen Sicherheit über Kanal 3 beim Mars Entrance an. In diesem Gebiet sind auch einige große Berufsschiffe unterwegs und es war beruhigend, dass wir nun quasi überwacht wurden und dieses Gebiet sicher durchfahren konnten. Nachdem wir um 20.30 Uhr die Gürreslüs passiert hatten, segelten wir noch bis Hellewitzlüs, ein sehr schöner Ort im Haringvliet. Von Hellewitzlüs geht es weiter über den Haringvliet Richtung Willemstad. Bis 1970 der Damm gebaut wurde, war der Haringvliet noch eine Meeresbucht. Heute ist es ein 28 Kilometer langes Binnengewässer. Das Segeln gestaltet sich demnach ohne die Wellenbildung als total angenehm. Auch bei wenig Wind gleiten wir unter Segeln recht flott über das Wasser. Ja, da sind wir mal wieder. Schön am Hingleiten mit 5 Knoten. Tuckern wir hier so über Harlingsvliet ist das, glaube ich. Ich vergesse das immer, wie das alles so heißt. Da müssen wir die Nora gleich nachfragen. Und Sonne auf der Nase, Wind auf dem Ohr. Kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Und ansonsten... Ja, gibt sich viel Neues. Haben ein neues Getriebe bestellt. Aber dazu später mehr. Ja. Da wir nun schon wieder binnen unterwegs waren, entschieden wir auf der Stande-Mast-Route bis Breskens zu fahren. Die Stande-Mast-Route ist ein durchgehender Schifffahrtsweg quer durch die Niederlande. Dieser Weg kann auch von Schiffen mit Mast- oder Aufbauhöhen über 6 Meter befahren werden. Der Abschnitt, auf dem wir unterwegs sind, wird auch Delta-Gewässer genannt. Wir nehmen uns dafür von Hellewitzlüs bis Breskens 3 Tage Zeit. Gegen 16 Uhr erreichen wir die Haringvlietbrug. Allerdings habe ich diesmal bei der Planung meinen Unterlagen keinen Glauben geschenkt. Darin war eindeutig vermerkt, dass die Haringvlietbrug zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr nicht bedient wird. Als wir gegen 16 Uhr dort ankamen, war auch klar warum. Berufsverkehr. Somit mussten wir gute 2 Stunden vor der Brücke warten.
Nach der Durchfahrt fuhren wir direkt in den Hafen in Willemstad und schlenderten am Abend noch durch die Innenstadt. Nach einer Nacht in Willemstad lagen gut 30 Meilen und 3 Schleusen vor uns. Den größten Teil der Strecke konnten wir segeln. Mit 3 Beaufort aus Achtern ließen wir uns von der Genua unserem Ziel entgegentragen. Die zweite Nacht auf dieser Route verbrachten wir vor Anker, um am nächsten Tag weitere 19 Meilen, 2 Schleusen und 5 Brücken bis nach Vlissingen und anschließend weiter nach Preskens zu fahren. Nachdem die Fähre Sluis passiert war, fuhren wir den Kanal bis zur Stationsbrug. Und hier beginnt er, der blaue Golf. Die grüne Welle, würden wir auf der Straße sagen. Zu ganz bestimmten Zeiten öffnet die Stationsbrug und die anschließenden 4 Brücken gingen ebenfalls auf, sobald wir dort ankamen. Mit 2 weiteren Yachten fuhren wir so den Kanal bis Vlissingen. Schleuse in Vlissingen. Auch die ist geschlossen und wir warten, dass sie öffnet. Ja. Dann sind wir gleich wieder auf der Nordsee. Dann sind wir wieder auf der Nordsee, jawohl. Nur noch eine Schleuse und wir sind wieder auf der Nordsee. In Preskens hatten wir bereits telefonisch einen Liegeplatz reserviert, unsere Pakete waren ebenfalls eingetroffen. Und somit konnte Hakko gleich am nächsten Tag mit den weiteren Refit-Arbeiten loslegen. Ja, das ist unsere Ruderanlage. Das ist eben halt die Radsteuerung, geht auf den Kranz und dadurch dreht sich dann hinten das Ruder rechts rum, links rum. Und was eben halt dort installiert worden ist, ist der Ruderanschlaggeber. Das ist dann hinten dieses schwarze Teil da. Das gibt dann eben halt zur Elektronik einen Impuls, wie weit das Ruder gedreht wurde oder nicht gedreht wurde. Dort, dass das jetzt hier wunderbar funktioniert. Das ist der Ruderanschlag, Ausschlaggeber. Da läuft schön. Wunderbar. Sieht gut aus, verhebt. Akku wieder am Schrauben. Ja, das ist das alte Getriebe, was Geräusche gemacht hat. Warum und wieso auch immer, keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal. Jetzt baue ich hier noch ein paar Halter ab, weil wir haben ein Austauschgetriebe. Und das sieht identisch aus, nach so vielen Jahren. Zum Glück ein Hood-Getriebe, was jetzt ZF ist. Und ZF hat immer noch baugleiche Getriebe. Gleiche Übersetzung, alles das Gleiche.
sieht sehr gut aus. Da sind sie nun, die beiden Schätzchens. Exakt baugleich, also wirklich, da gibt es nichts, das passt alles. Sieht sehr gut aus. Das ist ein sogenanntes Freilaufgetriebe natürlich auch. Das heißt, wenn ein Gang drin ist, so, jetzt dreht er so rum, der Motor, und hier rum würde er frei drehen. Schön. Und nur in der anderen Richtung würde er antreiben. Das heißt, wenn jetzt hier hinten mal was an der Welle ist, so, ja, würde frei laufen, wenn die Welle schon am Drehen ist. So, das hat das natürlich hier auch, aber die Kupplung packt viel, viel besser, viel strammer. Also, und hat auch kein Spiel. Ich habe hier Spiel in den ganzen Wellen und überall, alles am Klappern, am Klöttern. Hier und da nicht. Da ist also wirklich, ich denke mal, das war's. Wissen tue ich das natürlich auch nicht, ich bin kein Hellseher. Aber das, da gehe ich im Moment ganz stark von aus. Das ist alles gut. Das müssen wir noch umsetzen. Und zwar um die Gradzahl drehen und dann ist gut. Wenn es jetzt nur das gewesen wäre, hättest du ein Problem gemacht? Irgendwann mal? Irgendwann schon, wäre es durchgedreht. Gut, das hätte man natürlich dann reparieren können. Man kann die ganze Getriebe revidieren. Kommen neue Kupplungslamellen und sowas rein. Wenn man das dann selber gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich auch entschieden preiswerter gewesen. Nur, ich habe so ein Getriebe noch nicht zerlegt. Dann steht da drauf, dass du an eine Stelle nur rankommst, wenn du das Lager runterpresst, beziehungsweise abpressen, abschneiden. Gut, ist nicht das Problem, nur das wieder draufkriegen, ohne Werkzeuge, ohne irgendwas. Nur mit meinem Bordwerkzeug ist das ein bisschen schwierig. Und deswegen habe ich dann mich entschlossen, es nicht selber zu versuchen, sondern kommt eben halt ein neues rein und fertig. Und vor allen Dingen, dann wissen wir auch, dass alles in Ordnung ist. Ja, und bauen wir es mal wieder ein, ne? Das war's schon. Jo. Du guckst ja voll begeistert. Oh, ich bin eigentlich begeistert. Das ist das neu gefertigte Gestell für unser Heckankerwinch. Das alte liegt ja bekanntlicherweise auf dem Grund des Rheins beim Binger Loch mit der Ankerwinch. Und ja, eben halt geschweißt hatte ich das ja schon in zu Hause in Zehren. Jetzt habe ich eben mal restliche Arbeiten gemacht, das Loch noch eingeschnitten, damit die Ankerwinch jetzt reinpasst. Das konnte ich natürlich erst machen, wie ich die Ankerwinch habe. Ankerwinch ist jetzt angekommen. Ja, und kommt die Ankerwinch rein, da kommt dann noch die Rolle rein. Das Ganze wird dann wieder hinten montiert. Ich habe das gerade so fertiggestellt, erstmal einzupassen. Oh, die Ankerwinch ist ja falsch rum. Das ist richtig, weil den Ausschnitt, damit ich die schön verdecken kann. Nach vorne ist mehr Platz. Das Ganze so gemacht. Kommt dann nachher so da rein. So, ja. Sitzt ein bisschen schräg, das muss so sein. Weil auch die Rolle dort schräg ist. Ich habe bei der alten gemerkt, dass wegen der Kettenführung ist das besser, wenn das Ganze ein bisschen geschrägt ist. Geht dann so da raus, wunderbar. Und dann dort die Rolle noch rein, dort der Anker hin. Hier fällt dann die Kette rein und dann nachher das Seil. Wir haben uns ja entschieden, nicht mehr alles mit Kette zu machen, sondern nur 20 Meter Kette und 30 Meter Seil. 50 Meter Seil. 50 Meter Seil, Entschuldigung, 50 Meter Seil, genau, 30 Meter waren zu kurz. Und ja, so sieht das dann nachher aus. Und damit dann beim nächsten Mal nicht wieder die gesamte Ankerwinch mit allen Krams abgerissen wird, wird dann eben halt am Ende eine Befestigung gewählt, die dann als Sollbruchstelle dient, die dann bei einer Belastung von vielleicht 500 oder 1000 Kilo dann eben halt wirklich abreißt und weg ist. Dann ist eben halt der Anker weg und die Kette oder das Seil auch, aber nicht eben halt die ganze Konstruktion. Ja. Und so sieht das aus. Das wird da jetzt hinten drauf geschraubt. Und weiter geht's mit Arbeit. Eine Sache erledigt. Machst du jetzt? Was hast du gerade in der Hand gehabt? Das ist der Geber für unseren Dieseltank. Und da geht eine zweite Leitung rein, weil da saugen wir auch den Sprit raus für unsere Heizung. Und dieses Heizungsrohr, Heizungskabel, das innen drin im Tank langläuft, hat den Geber blockiert, dass er nur bis zur Mitte ging. Jetzt habe ich das so ein bisschen gebogen, dass er da eventuell dran lang geht. Das müssen wir ausprobieren. Mit dem Biegen von diesem Rohr, das habe ich bei dem Wassertank auch gemacht. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und schauen wir mal, ob es jetzt hinhaut. Geh mal gerade zu der Anzeige bitte, Nora, und dann sagst du mir, wie der dann den Wert verändert. Der müsste das gleich, ich schiebe das mal mit der Hand und dann müsste das funktionieren. Okay.
stehen. Schau mal. Geht auf Null? Ja. Jetzt müsste er hochgehen. Genau. Drei Viertel. Voll. Genau. Gut. Also die Anzeige selber funktioniert, das würde wirklich nur lokal von den Einige Tage nach unserer unsanften Grundberührung auf dem Markermeer tauchte Hakko und stellte fest, dass doch eine etwas größere Delle und tiefere Kratzer am Unterwasserschiff entstanden sind. Daraufhin war klar, Anixi sollte unbedingt in nicht allzu ferner Zeit rausgehoben werden, damit wir diese Stellen bearbeiten können. Bereits in Preskens wäre es möglich gewesen, das Schiff rausheben zu lassen und das Unterwasserschiff zu bearbeiten. Allerdings haben wir uns vorerst dagegen entschieden. Einerseits aus Kostengründen, andererseits, weil es in den Niederlanden verboten ist, mit Trilux, unserem Anti-Fouling, zu arbeiten. Ja, wir haben Winter, deswegen haben wir die Mützen auf. Ja, wir sind gerade schon an Eis vorbeigelaufen. Ja, nein, irgendwie ist ein bisschen der Wind kalt an den Ohren, aber ansonsten ist es ganz schön. Sind so ein bisschen am Rumlaufen, Hafengelände. Und dann ist uns gerade mal wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass wir schon seit 5 Monaten unterwegs sind. Im Auto hätten wir das in einem Tag geschafft, noch nicht mal in ein paar Stunden. Ja, unglaublich. Und was das an Geld gekostet hat, da hätten wir um die Welt fliegen können. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also momentan kommt uns das Ganze ein bisschen bescheuert vor, ehrlich gesagt. Ja. Sieben Tage nur Stress. Wird wieder besser. In der Woche. Bestimmt. Ja. Ich glaube irgendwann wieder dran. Oder wir verkaufen das Schiff. Nee. Anixi wird nicht verkauft. Ja. Preskens ist unser letzter Stopp in den Niederlanden gewesen. In der nächsten Episode geht es weiter nach Frankreich und über den englischen Kanal nach Südengland. Seid dabei, wenn wir diese wunderschöne Küste bereisen. Hat euch das Video gefallen? Wir freuen uns über jeden Like. Möchtet ihr mehr über uns, das Schiff oder auch über die Refit-Arbeiten erfahren? Schreibt uns einfach, wie euch das Video gefallen hat und was euch besonders interessiert, in die Kommentare. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wenn ihr keines der Videos verpassen wollt. Bis bald!